meine Stadt. Was hast du getan? Bist du jetzt zufrieden? Ist deine Rache vollkommen? Denn jetzt habe ich keine andere Wahl, als dem Herrscher deinen Kopf zu bringen. Das warst du, Kalani, nicht ich. Wenn wir uns wiedersehen, muss ich dich töten. Ist dir eigentlich klar, was du getan hast? Deine Revolution kostete uns unsere Stadt. Warum sollte ich dir überhaupt helfen? Warum? Du hast bekommen, was du verdienst. Lass mich einfach in Ruhe. Dass es dir jetzt leid tut, ändert nichts. Vielleicht bin ich so gestorben. Durch deine Hand. Die Stadt des Lichts sei dir für immer verwehrt.
Wenn das der Grund für deine Verbannung ist, glaube ich nicht, dass du jemals Erlösung finden wirst. Du hast das sicher nicht gewollt, aber ich habe bestimmt auch Fehler gemacht. Aber vielleicht verdient jeder eine zweite Chance. Komm, wir sind ein Team, du und ich. Ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Es gibt einen Ort, an dem sogar du Erlösung finden könntest. Der Sonnentempel. Hoch oben im Gebirge. Wo unsere Urahnen der Stadt des Lichts so nahe gewesen sind. Oben, über allem, was auf Erden lebt. Wenn wir es dahin schaffen, kannst du bestimmt um Vergebung bitten.
Du siehst bestürzt aus. Das solltest du auch sein. Der Preis war viel zu hoch für diese Revolution. Feuer? Die Wachen des Herrschers haben doch überall nach euch gesucht. Die muss klar gewesen sein, dass sie euch so von überall sehen konnten. Ich begreife es immer noch nicht. Kilotasi in Schutt und Asche. Sie war so wunderschön. Der Höhepunkt der Janrana-Architektur. Schon immer bewunderte ich die brillanten Köpfe, die diese erstaunlichen Gebäude erdachten. Aus dem Nichts erschufen sie die wunderlichsten Strukturen und Gebilde. Ich habe nie verstanden, wie sie das machten. Hier unten müssen Hunderte von Menschen gearbeitet haben.
gestorben sein, wie es aussieht. All diese Gerüste. So weit entfernt von Kilotasi wurde geschürft? Interessant. Sieh, wie sie den Berg zugerichtet haben. Glaubst du, die Mine ist während der Aufstände eingestürzt?
Inside my soul.